mal, ich kann auch wie so ein Windows-PC runterfahren. Leute, moin, hallo, ich bin Lars und warte, ich muss kurz Roman anschalten. Hey, was geht, Leute? Hi, Leute, na, was geht? So, jetzt kann ich endlich nach Hause gehen. Kein Bock mehr auf den. Wir dürfen nicht wow sagen, nicht oha, nicht krass, nicht alter, nicht digger, nicht digger oder nicht oha. Dürfen wir auch nicht sagen. Wir dürfen auch nicht chillig sagen. Chillig dürfen wir auch nicht sagen. Nice auch nicht. Okay dürfen wir auch nicht sagen. Nice auch nicht. Wir dürfen eigentlich gar nichts sagen. Wenn wir das nicht schaffen, dann droht uns eine Strafe und zwar... Ein Schlag ins Gesicht. Genau. Jeder von uns hat 3 Gabeln als Leben. 3, 2, 1, go. Also das ist wieder so ein satisfying Video, so wie es aussieht. Ich mach ein bisschen leiser. Genau. Krass. Der hat so eine große Zwiebel. Du hast gerade ein Wort gesagt. Stimmt. Dann habe ich schon ein Leben verloren. Das ist so Fingerskateboard. Alter. Interessant. Unglaublich. Ach, interessant. Dies ist, glaube ich, Klebe. Ach, wie interessant. Wie macht man so etwas? Ich kann es dir nicht sagen. Das ist ja ein... Ach, das ist ja spannend. Das könnte möglicherweise auch ein... Das ist Brot. Brot, ja genau. Brot könnte es sein. Ah. Ach. Das spielen wahrscheinlich die Kinder... China so. Die schlauer sind als wir. Ja, die einen höheren IQ haben als wir. Ach, das ist ja... Was ist das? Spannend. Das ist ein Papierschneider. Ein Schneidegerät. Ein Papierschneidegerät. Ein normaler Perfekt. Alltag. Oh, ein Farbmischer. Ah. Unglaublich. Das gleiche macht er noch mit anderen Farben. Ach so, das wird bemalt. Ja, ich glaube, das wird bemalt. Und zwar bunt. Schön blau. Ja, er macht es aus dem Blau. Das ist, Mussten wir schön sagen? Ja, ne? Schön ist das gleiche wie nice, also darfst du es nicht sagen. Okay, dann nicht mehr. Also, ach. Hast du schön gesagt? Ja, eben. Dann verlierst du ein Leben. Als ob? Doch. Das ist eine Seeanemone, denke ich. Und das könnte sowas wie Asphalt sein. Ach so, ich habe gedacht, das ist Dings. Zahnpasta. Ja, so Kohlenzahnpasta. Ich glaube, das könnte eine Batterie sein, so ein Batteriepack. Auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich finde auch, dass es sich hierbei um was sehr Interessantes handelt. Ach, oh. Wie interessant. Okay, interessant ist jetzt auch verboten. Rasen. Malen. Ein Zeichen aus der chinesischen Mythologie. Weißt du, was er da schreibt? Nein, ich bin kein Chinese. Ein Feuerzeug. Die Stempeln. Eine besondere Drucktechnik. Das macht er tatsächlich sehr genau. Suppe. Ich glaube, das ist keine Suppe. Denkst du nicht? Nein. Aloe Vera. Tolle Schnitttechnik. Echt klasse. Dieses Muster. Wahnsinn. Ich glaube, hier wird Gold geschürft. Ich glaube, die schürfen nichts. Das war einfach ein Video. Dieses Video hat der einfach Dreck mitgenommen. Er hat einfach nur Dreck genommen und wir so, oh. Ich meinte natürlich... Wir dürfen ja gar nichts mehr sagen. Nee, okay, weiter. Wir machen weiter. Eine weiße... Sauber. Ja, sehr sauber. Das ist dasselbe wie gerade eben bei der Batteriepackung. Ja. Das ist so bei Hitze... Ist das rückwärts? Nee. Nee, das ist, glaube ich, vorwärts abgestellt. Stauraum für eine Treppe. Das ist eine Muschel. Eine Koralle, glaube ich. Oder eine Koralle. Boah, die sieht echt interessiert aus. Okay. Interessiert sieht sie aus, ja. Eine Schaufel, die Sand schaufelt. Ich glaube, so werden Smarties gemacht. Das ist echt satisfying, Mann. Der hat das, glaube ich, auf Pappe oder sowas. Boah, dürfen wir sagen, ne? Nee, boah darfst du auch nicht sagen. Boah nicht? Eigentlich boah, ich wollte bohren mal. Ich meinte bohren. Okay, dann glaube ich dir das mal. Nein. Was ist das? Ich weiß es nicht, aber es sieht ist ganz aus schön wie ein brüchig. Keks. Hey, der berührt das ja nur einmal, das ist ja sofort zerbrochen. Boah. Uiuiui. Diese Hand sieht schon so aus, als ob die vom Leben geprägt ist. Einfach, Mann. Heftig. Aber was macht der da? Weiß nicht, aber ich glaube, der zieht da wie so Schnüre ab oder sowas von irgendwelchen Pflanzen. Oh, das habe ich schon mal, habe ich auch schon mal gesehen. Ich habe doch mal an der Druckerei gearbeitet. Ja? Cool. Wissen die wenigsten. Ich glaube, so wird auch das Arisu Comic Adventure gedruckt. What the hell? What you gonna do? What the hell, man? Oh, Junge. Was ist dies?
Aha. Ich denke, daraus wird eine Blockflöte geschnitzt. Meinst du? Ja. Das ist schon interessiert, an Holz zu schnitzen. Mann, das ist echt klasse. Was macht diese Frau da? Das sieht ganz danach aus, als ob sie Daunen aus alten Jacken, aus alten Jacken rausholt. Ja. Oh, das Alter. Bin ich auf dem Klo. Oh Mist, ich hab Alter gesagt. Ey, das ist... Yeah! Alter, das sieht übernice aus. Das ist einfach Lava. Ja, Mann. Das bin ich nach KFC. Ja, wenn du aufs Klo gehst, gell? Okay, wie viel Leben haben wir jetzt noch? Keine Gabeln. Ahnung. Sieht nicht gut aus, Mann. Okay, wir machen weiter. Das ist so unfassbar schwer. Wie? Es ist mega schwer, das hinzubekommen. Oh, pinkes Schaum. Sieht aus wie Kaugummi, gell? Ein bisschen schon, ja. Ich finde auch, dass es aussieht wie Kaugummi. Schon krass, was es für manche Techniken gibt. Jo. Boah. Ist Bohr erlaubt? Nee, warte mal. Bohr ist gar nicht erlaubt. Ach nein! Stimmt, Bohr, ich weiß es nicht mehr. Ich blick da gar nicht mehr durch. Okay, ich habe Liste. Ich habe jetzt Dings. Löffel. Aber gib mir einen Löffel. Kann ich mal so ein Dings haben? So ein, wie heißt nochmal? So ein Göffel? Ein Göffel? So ein Löffel, so ein Gabellöffel. Ein Göffel will ich haben. Ding! Das ist Hä? Ah, okay, so, das wird... So wird Zaun produziert auch. Was ist das? Ich glaube, das ist irgendeine Kunststoffproduktion. Mit jemandem, der das sehr schnell machen kann. Ah, die werden so komprimiert, glaube ich. Würdest du dich trauen, da einen Schluck von zu trinken? Das sieht aus wie so ein richtig nicer Apfeltee. Ein Daumen! Das könnt ihr auch natürlich da lassen. Hier, das ist Hydro-Dipping. Hydro-Dipping habe ich auch mal mit Schuhen gemacht. Könnt ihr mal auf meinem Instagram vorbeisehen. Die machen damit so einen kleinen Holzlook. Und so werden ganz viele Stoffe geschnitten gleichzeitig für Pullover. Oh, das mit so einem 3D-Drucker gemacht. Der druckt das einfach aus. Voll abgefahren, Mann. Wir brauchen auch mal so einen Drucker. Oha. Das ist diese Lichtsandkunst. Mit Sand gemacht? Ja. Und der macht da so einen Sonnenschein. Schon eine ganz dreckige Angelegenheit. Das ist echt eine dreckige Angelegenheit. Und das sind... Das habe ich auch schon mal in echt gesehen. Das sind wie so Windmühlen. Echt jetzt? Hast du sowas echt mal gesehen? Auf einem Festival? Ja, ja. Das sieht mega schön aus. Das sieht mega... Ey, das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Wir müssen aufhören damit, Leute. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Ich glaube, wir sagen die ganze Zeit auch so schon die ganze Zeit Wörter, ohne dass wir es merken. Oder dass wir die ganze Zeit Wörter sagen, obwohl wir gesagt haben, dass wir die nicht sagen, welche wir sagen und dann denken, dass wir die gesagt haben. Versteht ihr, was ich meine? Und schaut mich mal an. Ich habe inzwischen keine Gabel mehr, sondern einen Löffel. Und ich habe hier Göffel über mir. Wo landen wir hier? Lass uns einfach das Video zu Ende ansehen und einfach... Nicht mehr wow sagen. Nicht mehr wow sagen. Okay? Und okay. Und okay. Cool und schön. Und nice. Und Göffel. Göffel dürfen wir auch nicht sagen. Nein, lass einfach nur mit wow machen. Okay, nur mit wow. Wir sind so schlecht da drin. Übel. Ich sehe schon wieder die Kommentare mit. Lars, vor 5 Minuten, wir dürfen nicht mehr wow sagen. Auch Lars, wow. Du hast gerade eben wow gesagt. Ich weiß. Ich weiß nicht, was da dran witzig ist. Ich weiß nicht, aber schau dir diesen jungen Mann an. Okay, das ist echt... Oh, sowas will ich auch. Warum machst du mal nicht sowas, Mann? Aber das könnte ich dir echt mal machen. Ich habe auch einen Wok. Das ist das Knete. Oh, das ist Ton. Das ist, glaube ich, Ton. Ton? Oh, wie clean. Oh, wie süß. Oh, der konnte gar nichts sehen. Ja, Mann, der schneidet direkt vor seinen Augen. Sieht aus wie ein Teddybär. Der hält ihn so richtig am Hals fest, gell? Ja, wenn der zappelt. Uiuiui. Uiuiui. Wahnsinn, das ist so viel. Wie perfekt Grad. Manche Leute malen. Was? Das ist eine Autowaschmaschine? Eine Waschmaschine. Ja, das ist doch echt eine Waschmaschine. Nur, dass das Auto nicht geschleudert wird, sondern... Boah, solche Arbeiten sind auch so toll, wenn es so eine Maschine macht. Sieht aus wie so eine Wurst. Und das ergibt gar keinen Sinn. Warum fährt die Wurst da überhaupt hin, wenn es woanders hin muss? Und warum putzt man solche Ackboots? Ach stimmt, das sind Ackboots. Die gehören in den Müll. Ackboots gehören in den Müll. Oh, das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Aber das ist Leder, glaube ich, oder? Wie clean. Das ist echt richtig clean. Aber wenn du einen Schnitt kaputt machst, dann machst du gleich 20 Sachen gleichzeitig kaputt. Ja. Das ist überheftig. Oh, was? Aber schon eine schöne Farbe für ein Haus. Aber der hat die Fenster gar nicht abgeklebt. Ist dem egal. Ist dem egal. Hauptsache schnell und gut. Was ist das denn? Was ist das? Weiß es nicht.
Aber das entspannt mich total. Du gehst die ganze Zeit, gell? Das Schlafe nicht ein Video. Hä? Guck mal, der streicht einfach über den Rost drüber, gell? Das Schlafe nicht ein Video. Schlafe nicht ein. Oh, das finde ich mal richtig nice. Lass uns auch mal Farbe mixen. Nein. Oh, oh, oh. Oh. Sushi. Oh, oh, oh. Oh, mit Mayonnaise drin. Was? Oh. Oh. Das brauchst du. Sogar so eine Herzform oder sowas. Guck mal, das ist für dich. Die Brille reparieren. Das habe ich auch schon voll oft gemacht. So. Oh, der macht bunte Fußsohlen. Schuhsohlen. Wow, aber voll krass. Wie macht man das? Oh. Die werden so geheatet. Ja, Mann. Da werden Schuhsohlen sozusagen einfach mit Hitze hergestellt. Alter, das ist so krass. So eine Regenbogenschuhsohle wäre mega eigentlich. Schau dir diese Wurst an. Die können sogar die Stücke anpassen, je nachdem, wie schnell die das machen. Und da ist ein Tractor. Hä? Das aber hab ich noch nie gesehen. Irgendwie fährt der rückwärts auch so ein bisschen, oder? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Das ist ein Rohrschlucker. So eine rostige Stange war was das. Was kommt da? Wow, Alter, was war das? Ey, genau das Klebeband habe ich sogar. Ich hatte das auch mal. Das ist richtig stark. Ja, ja, ja. Das ist so mit so grünem Tape. Das wird hier auch verkauft. Was macht der denn? Keine Ahnung. Eine Kuchenform? Hä? Das schlafe nicht ein hier. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, Lars hat in diesem Video, weil es ihn so selten. Guckt ihn euch mal an, wie entspannt er ist. Eine Nahaufnahme bitte von Lars, wie entspannt er gerade ist. So hört sich Meeresrauschen an. Alter, versuch nicht zu gähnen Challenge. Halt. Es ist die Versuch nicht zu gähnen Challenge. So okay, nennen ich wir es warte. Du hast nur noch 50 Sekunden. Boah, weißt du, wie schwer das ist, wenn man versucht nicht zu gähnen? Mach jetzt bitte! Okay. Oh, ist das entspannend. Boah, ich muss mich so zusammenreißen, das zu unterdrücken. Ja, okay, so sieht das einfach nur lächerlich aus. Aber guck mal, wie entspannt das ist, ha? Jo. Das nimmt dich doch gleich mit in eine andere Welt, in die Schlummerwelt, oder? Es ist so schwer. Oh, guck dir diesen Teig an, ha? Ist echt wunderschön. Da ist er. Den haben wir schon so oft gesehen, Mann. Der wird in jeder Compilation. Ach, das ist ein anderes Video. Oh. Alter, wir haben jetzt oh dieses Video mein geguckt. Gott, Hilfe. Ich bin auf einmal so müde geworden. Erst war es die nicht, nein, vielleicht, bla 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 Challenge, dann zwischendurch war es die sag nicht wow Challenge und jetzt ist Lars eingeschlafen. Meine werten Damen und Herren, schaut sie unter shop.arizo.de vorbei, denn dort finden sie tatsächlich den neuen Kalender, den sie dort sehen. Ich zeige ihn euch, okay? Hier haben wir den wunderbaren 2021 Kalender, währenddessen Lars das alles miteinander bestätigen kann. Zwei neue Arizo Comedy Adventures, die wir alle unter shop.arizo.de besichtigen können. Meine werten Damen und Herren, das ist das heutige Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin euer Moderator Roman und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn Lars wieder aufgewacht ist. Haut sie rein. Ciao, ciao.